Meiner Meinung nach muss Anthony Joshua das Camp wechseln. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, was war das für eine absolut kranke Fight Night gestern? Erster Boxkampf, Anthony Joshua gegen Alexander Usyk und dann UFC 266 mit diesen heftigen Fights, die wir dort sehen konnten. Unglaubliche Fight Night, also wer das nicht live miterlebt hat, der hat auf jeden Fall was verpasst. Aber keine Sorge, ich gebe euch einen kurzen Überblick, was da gestern alles passiert ist. Aber an erster Stelle kommt wie immer erst einmal 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Fangen wir mal mit dem Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Alexander Usyk an. An erster Stelle erstmal... Die Prognose von mir war richtig, ja, kurz paar Klopfer auf die Glatze. Alexander Usyk hat den Kampf nach Punkten gewonnen. Über die volle Distanz hat der Anthony Joshua mehr oder weniger wie einen Amateur aussehen lassen, muss man ehrlich sagen, und hat sogar noch ein bisschen dominanter gewonnen, als ich es vorhergesagt habe. Für diejenigen, die den Kampf nicht gesehen haben, will ich euch mal kurz ein paar Highlights zeigen, damit ihr euch das Ganze ein bisschen besser vorstellen könnt. Aber ich darf nicht zu viel zeigen, ihr wisst, sonst wird das Video gesperrt. Daher nur ein paar Ausschnitte aus dem Ganzen, ja. So, wie man hier sehen kann, schaut mal, da... Beinarbeit von Usyk, wie er sich um ihn herum bewegt, immer wieder mit dem Jab, er stört Joshua, er lässt Joshua sich überhaupt nicht in den Kampf reinfinden, immer wieder hier dieses Fintieren, das Head Movement, Jab rein, zack, 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 das ist erst die erste Runde, ja, und von Beginn der ersten Runde, zack, direkt die lange Linke durch die Mitte direkt durchgebracht. Was habe ich gesagt? Als Rechtsausleger, ja, wenn er es immer wieder schafft, mit dem Jab Joshua zu stören und dann mit der langen Linken durch die Mitte kommt oder mit der Overhand-Linken so einen Haken durchschwingt und Joshua trifft, dann könnte es für Joshua verdammt gefährlich werden. Usyk hat zwar nicht die Schlagkraft, um jemanden eiskalt flach zu legen, ja, aber Anthony Joshua ist halt auch ein bisschen bekannt dafür, etwas anfällig zu sein, wenn man ihn gut trifft, ja. Hier müssen wir jetzt hier gleich die Aktion sehen, und zwar hier war das. Schaut mal an, was Usyk da mit Joshua gemacht hat. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Schaut genau hin. Bam, bam. Mit dem Jab vorbereitet, lange Linke durch die Mitte erwischt Anthony Joshua direkt am Kinn. Und Joshua hat kurz hier neugeborene Gazellenbeine. Wackelt hier hin und her. Schafft es sogar noch, Usyk ein bisschen zu klammern, damit er ihn nicht eiskalt ausnockt. So, hier kommt es nochmal. Boom. Perfekt erwischt. Ich sag's euch, ein bisschen mehr Schlagkraft und Anthony Joshua wäre an dieser Stelle schon eiskalt zu Boden gegangen, ja? Zwischendurch kamen einzelne Aktionen von Joshua, wo er mal einen Jab und dann so eine brachiale rechte Hand geschlagen hat. Aber einfach zu langsam, zu unkreativ, einfach robotermäßig. Der Junge muss endlich mal an seinem Stil irgendwas verändern. Ich sag euch ganz ehrlich, meiner Meinung nach, muss Anthony Joshua das Camp wechseln. Das ist das zweite Mal, dass er jetzt alles verliert. Wenn er jetzt wirklich die Möglichkeit haben möchte, komplett an die Spitze zu gelangen und wirklich der Beste in dieser Gewichtsklasse zu werden, muss er das Camp wechseln. Er braucht einen neuen Trainer. Loyalität hin oder her, aber er muss sich jetzt entscheiden. Will er loyal zu seinem alten Trainer bleiben, der ihn nicht weiter als dieses Level bringen kann? Offensichtlich, die lassen sich nichts Neues einfallen. Oder will er... sagen, ey, pass auf, ich liebe dich, du bist mein Trainer, du hast mich groß gemacht, aber jetzt muss ich schauen, dass ich mich ein bisschen um meine Karriere kümmere und auch auf den nächsten Level komme. Und da muss er sich einen neuen Trainer suchen. Das ist genauso wie damals Wladimir Klitschko. Klitschko hat damals bei dem deutschen Trainer trainiert, der hat ihn zu einem bestimmten Level gebracht. Aber erst, als er dann das Gym gewechselt hat, als er dann zu Kronk gegangen ist, zu Emmanuel Stewart und von ihm trainiert wurde, da hat man erstmal gesehen, wie stark er wirklich war. Da hat er dann angefangen, über die nächsten Jahre hinweg die ganze Schwergewichtsdivision zu dominieren. Und genau diese Veränderung braucht Anthony Joshua aktuell auch, sonst wird es immer wieder so enden. Er könnte vielleicht noch gegen Deontay Wilder gewinnen. Aber auch da, ich glaube ehrlich, Deontay Wilder knockt ihn aus. Weil so wie er kämpft, so zurückhaltend, so steif, so unkreativ, Deontay Wilder braucht nur eine Bombe und Anthony Joshua geht schlafen. Und gegen Tyson Fury, da brauchen wir erst überhaupt nicht darüber zu reden. Tyson Fury würde Anthony Joshua auch ausknocken. Und jetzt will ich nur kurz ans Ende des Kampfes springen, ja. Und zwar die letzten paar Sekunden in diesem Fight, da war das nochmal richtig wild. Anthony Joshua... versucht hier noch mitzukämpfen, aber mittlerweile sieht man auch, seine Augen sind angeschwollen von den ganzen Treffern, die er bekam. Sein rechtes Auge war schon fast komplett zu, das linke Auge war auch schon angeschwollen und das schon ungefähr seit der siebten Runde oder seit der achten Runde. Und er konnte nicht mehr allzu gut sehen und dann im Endeffekt auf die Aktionen reagieren. Und hier dann in der zwölften Runde kassierte er dann noch einige richtig harte Treffer und es sah kurzzeitig so aus, als würde Alexander Usyk tatsächlich noch in den letzten paar Sekunden des Kampfes den Knockout-Sieg bekommen. Anthony Joshua wackelt hier mit dem Rücken in den Seilen. Es sind noch 8 Sekunden in diesem Kampf verbleibend. Und pam, auf einmal
läutet die Glocke. Da hat auf jeden Fall irgendjemand kurzfristig den Kampf beendet. Also da waren noch gut 4-5 Sekunden auf der Zeit übrig und jemand hat die Glocke geläutet. Anthony Joshua hat da versucht, einen auf Rope-A-Dope zu machen, einen auf Muhammad Ali gegen George Foreman und sich in die Seile zu lehnen, um nicht erwischt zu werden. Aber Alexander Usyk lässt die Hände auf ihn einprasseln. Und ja, dann wurde er nochmal kurzfristig gerettet und er hat den Kampf gewonnen. Alexander Usyk hat gesagt, es ist ihm jetzt völlig egal, wer gewinnt, Wilder oder Fury in dem Kampf. Er wird erstmal das Rematch mit Anthony Joshua machen und sich danach erstmal umschauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Anthony Joshua hat durchaus die Möglichkeit, gegen Alexander Usyk zu gewinnen im Rematch. Er hat die Möglichkeiten. Er müsste nur ein bisschen aus sich rauskommen und auch versuchen, eine harte Aktionen zu bringen. Aber ich glaube, sein Selbstbewusstsein ist mittlerweile das Problem. Ja? Schauen wir mal, wie das jetzt im Boxen weitergeht. In 2 Wochen ist erstmal der Kampf Fury gegen Wilder. Darauf bin ich auch extrem gespannt. Demnächst wird da noch eine Prognose von mir kommen. Jetzt steigen wir mal rüber zu UFC. Und zwar UFC 266. Da haben wir gestern auch 2 übelst kranke Kämpfe im Main Event gesehen. Und zwar an erster Stelle war der Kampf Nick Diaz gegen Robbie Lawler. Ey, wir haben alle auf diesen Kampf gewartet. Allerdings muss man ehrlich sagen, jeder, der 2 funktionierende Augen hat, konnte sehen, dass Nick Diaz in diesem Kampf nicht hundertprozentig fit war oder nicht ansatzweise fit war. Man hat es an seinem Körper gesehen, man hat es an seiner Kondition nach einer Runde schon gesehen. Im Nachhinein gibt es jetzt hier ein paar Gerüchte, dass er dazu gedrängt wurde, vorzeitig zu kämpfen und nicht genug Zeit hatte, sich vorzubereiten. Und man hat einfach immer wieder gesehen, warum Nick Diaz so ein kranker Typ ist und warum er einer der beliebtesten UFC-Fighter aller Zeiten war. Hier habe ich kurz die Highlights. Die erste Runde beginnt und Nick Diaz haut erstmal den wildesten Move überhaupt raus. Ja, macht ein bisschen einen auf Masvidal plus Style-Punkte und kommt hier mit so einem reingedrehten Kick. Erwischt Robbie Lawler allerdings nicht. Gab einiges zu lachen wegen dieser Aktion. War ein guter Versuch, hätte klappen können, hat es aber leider nicht. So. Dann geht's weiter. Robbie Lawler schwingt hier die übelsten Kühlschränke auf Nick Diaz. Ja? Nick Diaz schafft es aber immer wieder trotzdem aktiv in dem Kampf zu bleiben. Egal welche harten Aktionen Robbie Lawler auf ihn wirft, Diaz bleibt einfach drin und antwortet immer wieder mit seinen Kontern, immer wieder mit seinen Boxen. Er ist halt einfach ein verdammt zäher Typ. Er weiß, wie man kämpft und versucht es hier immer wieder an den Mann zu bringen. Immer wieder diese harten Körpertreffer, die die beiden reingebracht haben. Allerdings waren die Körpertreffer von Robbie Lawler einfach wesentlich präziser. Und das ist halt eben der entscheidende Punkt auch besonders in diesem Kampf gewesen. Der Kampf war auf 5 Runden angesetzt. Aber Robbie Lawler hat es schon geschafft, nach 2 Runden Nick Diaz so müde zu machen durch diese harten Körpertreffer, dass er schon komplett erschöpft war. Zwischendurch kam irgendwo diese Aktion, da wieder harter Körpertreffer. Da war diese Aktion, wo er 5 oder 6 oder 7 Mal hintereinander nur mit der linken Hand zugeschlagen hat. Stellt euch mal vor, wenn Nick Diaz richtig fit gewesen wäre in diesem Kampf, was er da hätte abliefern können. Wieder im Infight, schwingen die Hände durch und jetzt kommt der Konter dann von Robbie Lawler. Zack, rechte Hand über die linke von Nick Diaz drüber gekontert. Er geht runter, setzt sich auf ein Knie, friert irgendwie kurzfristig ein. Robbie versucht noch einen Treffer hinterher zu bringen, dreht sich dann allerdings um und sagt, nein, ich habe keinen Bock mit dir im Bodenfight zu kämpfen. Er wollte nicht mit ihm in den Boden gehen, sondern den ganzen Kampf weiterhin im Stand führen. Nick Diaz bleibt aber sitzen und steht nicht auf. Der hatte irgendwie eine Verletzung am rechten Schienbein, wenn ich mich nicht täusche. Da war so eine richtig dicke Beule und er wollte einfach nicht aufstehen. Ich denke, er war halt einfach zu erschöpft und er wusste, wenn er jetzt aufsteht, dann wird das einfach extrem ekelhaft für ihn werden. Im Endeffekt hat er den Kampf dann deswegen verloren. Aber trotzdem muss man sagen, das war ein verdammt interessanter Kampf und jeder, der den gesehen hat, hat gefeiert. Schade nur, dass Nick Diaz einfach nicht topfit in diesen Kampf gegangen ist. Sonst hätten wir noch eine viel wildere Sache gesehen, das kann ich euch garantieren. Und dann kam meiner Meinung nach einer der krassesten Kämpfe überhaupt, die wir bis jetzt bei der UFC gesehen haben oder allgemein im MMA. Brian Ortega gegen Alexander Volkanovski. Was für ein Krieg. Leck mich, was haben die sich auf die Fresse gehauen in diesem Fight. Auch in diesem Kampf gibt es ein paar Highlights, die wir uns anschauen müssen, ja. Alexander Volkanovski hatte in diesem Kampf sowieso etwas zu beweisen. Er wollte unbedingt was beweisen, denn nach seinen letzten 2 Kämpfen, wo er gegen Max Holloway gekämpft hat, gab es einen Kampf, wo die Kritiker halt einfach sehr laut waren und gesagt haben, dass er den Kampf eigentlich verloren hat. Unter anderem habe auch ich gesagt, dass er meiner Meinung nach den 2. Kampf gegen Max Holloway eigentlich verloren hatte. Ganz, ganz knapp, aber ich sah Max Holloway vorne. Der Kampf ging los. Und Volkanovski zeigte einfach sein überlegenes Kickboxen, sein Weltklasse, erstklassiges Kickboxen, wodurch er immer wieder die Aktionen bei Ortega fand. Immer wieder mit den Finten.
ohne Pause. Der Typ kennt keinen Stopp. Ein Panzer einfach. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er sich mittlerweile eine Glatze geschnitten hat, ja? Ortega hätte auch eine Glatze schneiden müssen, dann wäre der Kampf für ihn noch wesentlich besser verlaufen. Guter Konter jetzt hier auch dabei gewesen für Ortega, ja? Er versucht immer wieder die Low-Kicks von Volkanovski abzufangen, aber schafft es noch nicht. Aber später kam noch eine Aktion, wo er es endlich geschafft hat und da kurz extrem gefährlich wurde. Die Augen von Ortega begannen langsam anzuschwellen. Die dritte Runde zwischen Ortega und Volkanovski. Eine der krassesten Runden, die ich je im MMA gesehen habe. Was für eine Schlacht die beiden sich da geliefert haben. Schaut euch das mal an. Volkanovski geht mit einer Aktion rein, etwas zu unvorsichtig. Wird abgefangen, mit einer geraden gekontert. Hier müsste es kommen. Batz! Geht zu Boden. Ortega springt direkt hinterher und hat ihn in der Guillotine. Schaut mal, Volkanovski zappelt hier wie so ein Fisch am Land. Leider wurde die Aktion rausgeschnitten, aber da war noch viel, viel mehr. Das ging locker 7, 8 Sekunden ging das gefühlt, ja. Volkanovski zappelt wie so ein Fisch am Land, versucht sich aus der Aktion rauszubefreien. Ortega hat die Guillotine drin, aber Volkanovski schafft es irgendwie da doch noch rauszukommen, um sich zu befreien. Die Antwort von Volkanovski auf den Choke von Ortega war, dass er versucht hat, das verdammte Gesicht einzuschlagen. Der hat so drauf gebrettert im Ground and Pound. Eine harte Aktion nach der anderen. Bah! Bah, bah, aber Ortega antwortet direkt wieder, stellt ihm eine Falle und hat ihn jetzt hier im Triangle Choke. Es sieht erneut wieder so aus, als würde Volkanovski hier bald tappen müssen, aber er schafft es wieder, sich zu befreien und der Kampf geht weiter wie davor. Volkanovski brettert hier wieder auf Ortega ein, er schafft es auf wundersame Art und Weise irgendwie noch durch die Runde zu kommen, die dritte Runde zu überleben. Er liegt am Boden, er bewegt sich nicht. Man denkt, okay, Herb Dean wird den Kampf abbrechen. Aber da kommt die Ecke von Ortega, zieht ihn hoch und setzt sich auf ihn Stuhl und kümmert sich um seine Cuts. Was für Schmerzen es sein müssten, aber der Typ hat bewiesen, was für ein Löwenherz in ihm steckt. Viele andere Fighter hätten an dieser Stelle höchstwahrscheinlich schon aufgegeben. Aber er kämpft einfach weiter und liefert so eine kranke Show. Was für ein brutales Kämpferherz. Schaut euch mal an. Es sieht teilweise aussichtslos aus für ihn. Wie ein Presslufthammer fliegen die Schläge auf ihn ein, auf sein Gesicht. Und in der fünften Runde schafft es Ortega sogar, Volkanovski richtig zu erschöpfen und ihn mit einigen harten Aktionen zu erwischen. Und den Kampf beinahe sogar, naja, nicht umzudrehen, aber eigentlich die Runde fast für sich zu entscheiden. Unfassbar, ehrlich. Also das war so eine kranke Nacht einfach. Wer das nicht heftig am Abfeiern war, weiß ich auch nicht. Mit einer der krassesten Fights aller Zeiten in der UFC. Und Volkanovski hat mit diesem Kampf definitiv ein Ausrufezeichen an die gesamte Division gesetzt und gezeigt, warum er der Champion ist. Ja, riesen Respekt für diesen Kampf. So. Noch zum Abschluss, wir haben gestern noch zwei Fighter aus Deutschland gehabt und zwar einmal hat Nasrat Haqparast auch bei der UFC gekämpft. Allerdings muss man hier sagen, ey, riesen Respekt an Nasrat. Er hatte familiäre Probleme, jemand in seiner Familie ist verstorben, er musste zurück nach Deutschland fliegen, dann gab es Visa-Probleme und er konnte nicht zurück nach Amerika. Kurzfristig auf den letzten Drücker hat er noch einen Flug bekommen, ist nach Amerika, hat Weightcut gemacht, ist gegen Dan Hooker dann in den Käfig gestiegen, hat den Kampf leider verloren. Aber was soll man sagen, riesen Respekt an den Mann. Schade, dass der Kampf so gelaufen ist. Ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er den Kampf gewinnt. Das wäre so ein Ding gewesen wie damals bei Buster Douglas, ja. Nachdem seine Mutter verstorben war, hat er einfach diesen heftigen Comeback-Fight gegen Mike Tyson gefeiert und ihn noch ausgenockt. Also so ein Ding wäre extrem krass geworden, wenn Nasrat Haqparast das gestern abgeliefert hätte. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich hoffe, dass er sich dann den nächsten Kampf holt und dann gewinnen wird. Und Stefan Pütz hat bei Octagon 28 gekämpft in Prag. Leider hat auch er den Kampf verloren. Bei ihm waren wieder die Cuts einfach das Problem. Er hat so einen guten Kampf geliefert und dann ist die Nase halb aufgeplatzt, kaputt gewesen, gebrochen gewesen, was auch immer. Und der Kampf musste leider abgebrochen werden. Extrem schade. Ich habe den Kampf nebenbei verfolgt, während ich Anthony Joshua und Usyk geschaut habe. Und es hat mir wirklich das Herz gebrochen, dass der da gestern gekämpft und auf diese Art und Weise verloren hat. Und er wollte unbedingt weitermachen, aber die Offiziellen haben ihn nicht weitermachen lassen. Ja, Freunde, alles in allem war das eine brutale Fight Night von gestern. Wir werden uns später im Livestream auf jeden Fall noch drüber unterhalten. Also schaltet später um 19 Uhr ein. Livestream bis wahrscheinlich wieder 0 Uhr. Wir quatschen über alles Mögliche. Wer Bock drauf hat, ist herzlich eingeladen, da zuzuschauen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, drückt den Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video spätestens. Und bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf und ja, ciao, ciao.